Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Krieg gegen Derikie oder so. Irgendwas in Russland. Wir haben nur 29 Teilnehmer. Einer ist halt nicht dabei. Und haben deswegen einen Gegner bekommen, den wir noch nicht hatten. Und ja, das Matchmaking. Schwierig. Eigentlich ist das zu einfach für uns in der Theorie, für mich natürlich nicht. Schauen wir einfach mal, was wir machen können. Das hier sind drei Sniper und fangen wir mal mit Vetal an. Und wir fangen an mit unserem blauen Team. Genau. Und ja, ich nehme Raffaele nicht an den Rand, weil er genug aushält. Grimm hält nichts aus. Das ist einzig und allein der Grund, weshalb wir diese Nummer machen. Und schauen uns das Ganze mal an. Erinnert mich minimal an den letzten Krieg mit unserem blauen Team. Genau derselbe Vorgang. Wir wollen aber maximal Elkanen bedienen, nicht irgendwie Vela oder June lostreten, wird aber definitiv nicht einfach. Ich versuche ja trotzdem ein paar mehr Steine zu bewegen, deswegen spielen wir das so. Lädt ihn das schon? Ich glaube nicht. So, und jetzt drücken wir mal. Ja, okay, wir drücken die Drachenbombe noch nicht. Es wären zwar mehr Steine, die ich jetzt neu bekomme, aber was den Schaden, den die Blauen anrichten, heilt er direkt wieder raus. Deswegen lassen wir das noch weg. Oh, wir haben auch so mehr bekommen. Und wir machen das mal so. Machen das so. Okay, wir müssen, bevor Rigard eventuell stirbt, müssen wir ihn aktivieren. Wir brauchen trotzdem ein besseres Board. Brauchen mehr Blau. Das ist ja gerade nicht so cool, was hier gerade passiert. Mehr Blau, bitte. Komm, Blau in der Mitte. Ah, das könnte was bringen. Nicht ausreichend. Und ich glaube, dass mein Grimm jetzt ins Gras beißt. Oh mein Gott. Und auch der Kobalt. Mach mal erstmal den. Und es hat nicht gereicht. Okay. Unschön. Unschöne Nummer. Ich überlege, ob ich irgendwo hätte was besser spielen können. Er heilt sich jetzt, aber nicht viel. Ach, herrje. Ah, das ist blau und grün Tank, ja. Aber eigentlich kann man das bei dem Team machen, weil ich in der Theorie genug Zeit habe, aber es kam halt nichts. Jetzt werden wir hier klärenderweise so, so. 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 Und den Rigard mitnehmen. Jetzt schauen wir uns noch fix die Truppen an. Er braucht die Fünfer. Nein. So können wir arbeiten.
Hätte ich vielleicht zuerst sogar reingehen sollen mit dem Team. Okay, wir brauchen viele neue Steine. Und es wird nicht reichen. Das ist ein Lilaner. Machen das. Reicht das? Ja. Okay, jetzt bitte nicht den Rigard vernichten. Ah, Mist. Das war auch nicht gut. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Wir brauchen Rot. Aber um Rot zu bekommen, müssen wir in Wähler reinspielen. Und wir haben gar keine andere Wahl, wenn ich das so sehe. Und wir kriegen es nicht. Okay. Das wird wehtun. Noch lädt kein anderer. Das heißt, wir kriegen den Attack Down wieder weg. Kriegen auch ein bisschen Heilung. Machen zuerst die Mariana. Und dann sichern wir uns mal mit dem Wilbur ab. Genau. Das war okay. Brauchen jetzt aber langsam wieder den Regard, ansonsten gehen wir hier krachend unter. Und das wird auch so passieren. Die könnten noch mal helfen. So. Mal den. Oh nein. Brennt. 64. Ne, das sollte doch reichen, oder? Ja. Jetzt schauen wir mal. Dann brauchen wir drei Angriffe für den. Oh, ist das. Ach, herrje, herrje, herrje. Ich hätte erst die starken Teams spielen sollen. Jetzt muss ich hier ein Clean spielen. Ja. Ach, herrje. Ach, herrje. So. So. Wer gestern mein Video zum Tilten gesehen hat, der weiß, was jetzt genau nicht passieren sollte. Dass ich mich aufrege und in dem Moment die Konzentration verliere und dadurch noch schlechter spiele. Und das versuchen wir mal zu beherzigen. Jetzt will ich noch drei One-Shots sehen. So. Das ist der Grabmacher, das spielen wir. Nee, das spielen wir nicht gegen. Hier mal zwei Dots. Hier mal eine Liane. Und hier mal ihn. Und ein Heiler drin.
Hier können wir gelb reingehen. Gehen wir hier gelb rein? Oder grün? Gehen hier gelb rein. So, zack. 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 Rein geht's. Okay, offensichtliches Play. Definitiv lila und gelbes Match zusammen. Gehen wir noch ein gelbes, das ist gut. Belebt er sich wieder? Wie viel hat er noch? 27. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die irgendwie weg? Wir haben ein bisschen Zeit bei ihm. Und der Lilane sollte reichen. Ja. Jetzt können wir in der Mitte ghosten. Können ihn auf jeden Fall wegmachen. Mana-Schild interessiert uns nicht in dem Moment. Jetzt drücken wir mal die roten weg, die braucht man nicht. Kriegen gut geladen. Haben den Rigard geladen. Leider kein Lila hinterher. Das hätte ich jetzt gern. Ja, sehr gut. Machen wir den. Hier werden wir definitiv verhindern, dass was passiert. Dann nehmen wir mal die Death Down vom Weihnachtsmann in Kauf. Gucken, was die drei Gelben auf Neath anrichten. Ja, fast. So, wie lange hält das noch? Wie lange ist hier noch? Eine Runde kein Mana erhalten, können wir das trotzdem schon spielen. Vollkommen okay. Mach mal so. Machen die Blindheit wieder weg. Schade, dass Proteus ins Gras gebissen hat. Aber wir holen uns jetzt alle ran. So, gucken, ob das reicht. Wir haben noch drei Minions. Ja, das reicht. Dann holen wir uns noch mal ran. Und dann holen wir uns vielleicht noch mal ran. Und dann ist das endlich mal ein One-Shot. Und dann haben wir noch zwei Angriffe to go. Wir werden definitiv ihn hier nehmen. Mit unserem grünen Team. Ja, mit welchem grünen Team? Mit dem grün-lilanen. Er kriegt das. Er kriegt das. Er kriegt das. Dann das. Dann das. Perfekt. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen was bekommen, so wie wir es brauchen. So ungefähr. Nur so ungefähr. Wenn wir noch mehr haben wollen, müssen wir das so spielen. So. Ja, nochmal grün wäre schön. Ist sehr schön. Ja, können wir alles in ihn reindrischen. Er bringt niemanden um, das kann er nicht. Er schindet immer nur Zeit. Und Wähler ist jetzt der mieseste Faktor hier. Zack, zack. Die Lilanen helfen uns. Ach, vielleicht hätte ich doch die Mitte wegmachen sollen. Schauen wir mal. Ne, es reicht, oder? Ne, es reicht nicht. Das ist.
Antwortschnitt oder einfach nur schlecht. Bitte nicht den Ringard. Oh mein Gott. Also es ist schlecht. Das ist glücklich. Das ist massiv glücklich. Ja. Wir spielen ja sowieso hier rein. Komm schon, lad. Auf die Gefahr hin, dass er ausweicht. So. Naja, das war lucky. Glück des Tüchtigen. So, jetzt können wir, haben wir nie erst was, was wir in ihn reinspielen können. Das ist ja auch schade. Weil das Board einfach mal komplett tot ist. Ja, ist aber nicht schlimm. Es hat so gereicht. Und jetzt ist es vorbei mit ihm. So, und dann haben wir eine neue Kriegsregel. Eigentlich muss man immer selber cleanen. Eigentlich ist das ja gegeben, aber auch beim letzten Mal muss man jemanden suchen. Und ich frage direkt, ob jemand cleanen könnte. Beziehungsweise, wer ist denn noch on? Ist niemand da. Niemand da, der cleanen könnte. Auf der anderen Seite 35.750. Das gewinnen die nicht mehr. Wer hat denn noch Angriffe? Keiner online. Ich Habanero Hydra. Ich mache kurz Pause. Okay, weiter geht's. Habanero hat sich angeboten, sollte mein One-Shot-Versuch daneben gehen, für mich zu cleanen. Jetzt müssen wir nur schauen, welchen von den Rabauken wir uns gönnen. Ich bin ja fast dafür, dass wir ihn hier nehmen. Und da unser dickes Team draufhauen. Zack, zack. Telluria kriegt die dicken, weil durch die 2% Mana im Bild und die Truppe ist sie schnell. Das ist einfach der Grund. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Schauen wir mal. Schade. Habe ich es mir verbaut? Wäre es besser gegangen? Ich glaube, ich war wieder zu schnell. Okay, Glück gehabt. So, was weg ist, ist weg. Das ist jetzt der Tank in dem Moment. Dann spielen wir das in Wähler rein. Und das hat gereicht. Und Grabmacher löst eh aus, deswegen spielen wir das jetzt. Okay. Erst Telluria. Da gab es letztens berechtigte Kritik, dass ich zuerst Ballendor und dann Telluria gespielt habe. Das war halt einfach zu schnell gespielt. Gucken, ob das vielleicht sogar reicht. Das reicht. Das reicht. Der Burn ist weg. Wir kriegen in dem Moment nochmal Melindor ran.
Und ich hoffe, dass der Poseidon mir jetzt nicht die Liana wegschwimmt. War ja klar. So, machen wir aber weg. In dem Moment habe ich bewusst andersrum gemacht, um die Mana-Sabotage von der Telluria anwenden zu können, weil der Melindor das geglänzt hat. Den Buff vom Poseidon. Also wer jetzt wieder kommt, von wegen spielt das so rum. Diesmal hatte das Sinn und Verstand. Und jetzt mache ich es ihn so. Brauche ja nichts machen da drüben. Brauche eigentlich nur hoffen, dass ich meine grünen oder roten Matches bekomme. Da ist mein rotes Match. Ja, war schon vorher da. So, reicht das? Ja, das reicht. Okay. Dann haben wir zumindest mal wieder 200 Punkte gemacht. Nach diesem Holperstart waren noch drei One-Shots hinten dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Haut rein. Bis dann. Ciao.